Im neuen Jahr ist einiges anders. Das gilt auch für den Restaurantbesuch. Denn seit dem Jahreswechsel gehört die reduzierte Mehrwertsteuer für Speisen der Vergangenheit an. Die Bundesregierung hatte den Steuersatz Mitte 2020, ja während der Corona-Pandemie, auf 7% gesenkt, um die schwer getroffene Gastronomie zu unterstützen. Später wurde die Vergünstigung mehrfach verlängert, unter anderem wegen der Folgen der Energiekrise und der hohen Inflation. Seit dem 1. Januar sind nun aber wieder 19% fällig. Der Spitalgarten in Regensburg ist gut besucht. Am laufenden Band gehen hier Schnitzel, Spätzle und Schweinebraten über die Theke. Geschmacklich ist alles gleich geblieben. Aber die Gäste müssen heute deutlich tiefer in den Geldbeutel greifen. 12% mehr kosten die Speisen jetzt, denn Wirt Anton Sperger gibt die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer an die Gäste weiter. Wir haben diesen kleinen Schweinsbratenindex ins Leben gerufen hier in Regensburg. Also viele Gastronomen haben sich daran beteiligt und haben den Preis mit 7 und mit 19% auf der Speisekarte gehabt, um einfach dem Gast klarzumachen, was auf ihn zukommt. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hat lange dafür gekämpft, dass die Bundesregierung die 7% auf Speisen beibehält. Ohne Erfolg. Die Rechnung dafür müssen jetzt die Gäste zahlen. Der Schweinebraten kostet im Regensburger Spitalgarten jetzt 16,50 statt 14,20, ein Wurstsalat 10,50 Euro statt wie bisher 9,20. Ja, das ist uns schon aufgefallen, aber ne, das Essen schmeckt. Da zahlen wir halt die 12% mehr, kein Problem. Wir gehen nicht alle Tage zum Essen, sondern gelegentlich und das werden wir beibehalten. Weil es eine Überlegung ist. Und dann gehe ich halt etwas Gutes zum Essen und dann ist es mir wurscht. Aber halt nicht mehr so oft. Im Regensburger Spitalgarten befürchtet man nicht, dass die Gäste wegen der erhöhten Preise ausbleiben. Kleinere Gaststätten könnten aber daran zugrunde gehen, warnt die DEHOGA.